Der Linksstart. Die kommunalen Netzwerke. Spätsommer 2015 am Münchner Hauptbahnhof. Die Begeisterung für die sogenannten Flüchtlinge wird mit lautem Applaus bekundet. Man feiert sich selbst und Bundeskanzlerin Merkel, die Anfang September versprochen hatte, alle in Ungarn feststeckenden Geflüchteten nach Deutschland einreisen zu lassen. In den kommenden Monaten wird es in der Debatte um die Asylkrise nur diese Unterscheidung geben. Die Bahnhofsjubler auf der einen Seite und die Nazis auf der anderen. Dieser Film ist eine Reise in die politische Landschaft dieser Nation. Innenansichten einer Politik, die mit öffentlichen Geldern ihre eigene Meinung befördert, aufdrängt und verbreitet und andere Sichtweisen bekämpft. Eine Politik der rein verbalen Lösungen, der vorgespielten Härte. Eine Politik der gelenkten Demokratie, der Durchsetzung mittels Steuergeld, Gewalt und Existenzvernichtung. Eine Politik, die schwach in der Argumentation, dafür stark in der Verurteilung ihrer Kritiker ist. Eine Politik, die das Grundgesetz nicht nur missachtet, sondern die mittels einer übergroßen Koalition aus allen etablierten Parteien die Grundfesten dieser einst funktionierenden Gesellschaft attackiert. Dies ist die Geschichte der lokalen Netzwerke, in denen Politik, Gesinnungsbürokraten und Antifa ein Bündnis zur Bekämpfung jeglicher Opposition zum linken Mainstream eingehen. Netzwerke, die den politischen Gegner ausspionieren, harmlose Bürger an den Pranger stellen und die sich über den Deutschen Städtetag auf ganz Deutschland ausbreiten sollen. Er ist in diesem Sinne ein Vorzeigenetzwerker. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist einer der Protagonisten einer solchen Politik. Wer dem SPD-Mitglied zuhört, weiß, dass Reiter nur seine eigene Meinung als zulässig akzeptieren kann. Der Kommunalpolitiker definiert sogar, was Staatschefs anderer Länder angeblich untersagt sein soll. Die Sicht und Vorgehensweise Viktor Orbáns etwa. Ich muss sagen, was Ungarn hier tut, ist im Grunde das Aufkündigen der europäischen Idee. Der Ministerpräsident Ungarns ist im Herbst 2015 als nahezu einziger gewillt, die Grenzen zu kontrollieren. Ungarns Außengrenzen sind zugleich die der EU. Kein anderer ist willens, diese zu überwachen, wie das Schengen-Abkommen dies vorschreibt. Also, wenn diese europäische Solidarität, die ohnehin sehr bröckelig ist, jetzt so konterkariert wird durch das Verhalten von Ungarn, dann muss ich sagen, kann ich nur dringend an die Bundeskanzlerin, an die Bundesregierung appellieren, hier deutlich das Gewicht in die Waagschale zu werfen und den Ungarn klarzumachen, so geht's nicht. Also ein Europa, das nun so dermaßen unsolidarisch sich verhält, ist nicht mein Europa, so wie ich mir das vorstelle. 1800 Kilometer südlich von München. In Sizilien. Hier findet das Europa statt, wie sich Dieter Reiter das vorstellt. Das Europa Angela Merkels.
Schiffe der Frontex, der EU-Grenzagentur, holen Migranten 70 Seemeilen vor Libyen ab und verbringen sie 180 Seemeilen nach Italien. Hier in dem Land, in dem die Zitronen genauso blühen wie die Korruption und Misswirtschaft, beginnt für zahllose Migranten der ersehnte Aufenthalt in Europa. Von hier führt der Weg durch viele und vollkommen sichere Länder der EU, meist nach Deutschland. Merkwürdigerweise können zwar alle Migranten, die wir sehen, ihr Handy sicher über das Meer nach Europa bringen. Doch der Pass geht bei den allermeisten irgendwie verloren. Zwischen 75-80% der vermeintlichen Flüchtlinge kommen in Deutschland ohne Pass an. Und noch eine Unstimmigkeit, zumindest was die Berichterstattung betrifft. Während in den deutschen Leitmedien im Sommer 2015 beharrlich von Flüchtlingsfamilien die Rede ist, kommen mit diesem Schiff zwar 501 Migranten an. Aber unter diesen befinden sich gerade einmal 27 Frauen und 5 Kinder. An diesem Tag kommen 2 Schiffe an. Von diesen gehen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Migranten von Bord. Zurück nach Bayern, in die Landeshauptstadt München. Am Bahnhof werden diesen Spätsommer viele, sehr viele Migranten ankommen, versorgt, weiterverteilt und zu einem erheblichen Teil nicht registriert. Am Ende des Jahres steht aber fest, nach Deutschland kamen im Jahr 2015 weit über 1 Million Migranten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wird nicht müde, die Anstrengungen der vielen ehrenamtlichen Helfer hervorzuheben. Doch wer sind diese Helfer? Kommen sie aus der Mitte der Gesellschaft? Spiegeln sie wirklich das Empfinden der Mehrheit, gar der Deutschen, wider? Handelt es sich hier, wie ständig kolportiert, tatsächlich um die Willkommenskultur Deutschlands? Oder wird hier lediglich der Traum der extremen Linken von einer Welt ohne Grenzen, ohne Kontrolle, ohne jede Beschränkung nun endlich wahr? Einer, der sich am Münchner Bahnhof den Migranten annimmt, ist Markus Buschmüller. Ob dieser wirklich das Prädikat ehrenamtlich verdient, kann man ebenso bezweifeln wie die Annahme, ausgerechnet Buschmüller stünde für Deutschland. Buschmüllers übliche Tätigkeit, der er sonst ganztags nachgeht, wird ohnehin von der Stadt München bezahlt. Seine tatsächliche Aufgabe, wenn er nicht gerade am Bahnhof Migranten versorgt, ist eine ganz andere. Buschmüller ist das, was man in der DDR in Bezug auf die Stasi einen hauptamtlichen Mitarbeiter nannte. Es klingt 25 Jahre nach der friedlichen Revolution unglaublich. Doch wir werden noch sehen, die Stadt finanziert ihn und seinen Verein AIDA dafür, die politische Opposition zu bespitzeln. Zu den Organisationen, die Buschmüller ausspäht, gehören neben der AfD und anderen Organisationen auch die Demo für alle. Eine Bürgerinitiative, die sich für ein traditionelles Familienbild einsetzt. Wir werden später Buschmüller und auch dem städtischen Spitzelnetzwerk noch begegnen. Ebenso werden wir Miriam Heigl hier im Bild links in einer Reihe mit Buschmüller wiedersehen, die als städtische Beschäftigte das Münchner Rathaus mit der Antifa und anderen vernetzt. Wenige Kilometer vom Münchner Hauptbahnhof entfernt in der Bayerischen Staatskanzlei. Hier zeigt sich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer so gar nicht mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin einverstanden. Nur 2 Tage vor Angela Merkels Entscheidung der unbedingten Grenzöffnung ruft der Bayer zu einem Asylgipfel. Sein tatsächliches und letztlich einziges Motiv wird dabei auch deutlich: den Aufstieg der AfD vermeiden, ohne diese überhaupt nur beim Namen zu nennen. Ich hoffe überhaupt, dass wir in all diesen Fragen die Kraft haben, über Parteigrenzen hinaus zu denken, dass die Demokraten zusammenstehen und in dieser großen Herausforderung dieses Jahrhunderts versuchen, keinen Raum für die Ansiedlung von Opportunisten und Extremisten zu lassen. Sich selbst sieht der CSU-Politiker dabei moralisch überlegen. Ich möchte sicherheitshalber noch einmal feststellen, dass in Bayern der Grundsatz gilt, gerade unter meiner Führung, null Toleranz für Fremdenfeindlichkeit, für Rassismus.
Und ich möchte nicht, und dafür habe ich mein ganzes politisches Leben gekämpft, dass dieses Thema sich sozusagen, weil die großen etablierten Parteien ein Thema nicht lösen können, sich zu einem Feld entwickelt für politische Kräfte und Parteien, die wir alle miteinander nicht wollen, hier in Deutschland und auch nicht in Bayern. Dazu sind notwendig klare Entscheidungen auf einer klaren ethischen und geistigen Grundlage, auf der bewegen wir uns in Bayern. Allzu weit ist es allerdings mit der klaren geistigen und ethischen Grundlage des bayerischen Landesvaters nicht her. Zumindest wenn man sich die Gästeliste des Asylgipfels eingehender betrachtet. Denn bei der Wahl seiner Partner in der Asylkrise zeigt sich die tatsächliche geistige und ethische Grundlage des Ministerpräsidenten. Sonderlich gefestigt ist dieser augenscheinlich nicht. Mit am Tisch in der Staatskanzlei Ben Rau vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Was harmlos klingt, ist Teil eines äußerst linken Netzwerkes in Bayerns Landeshauptstadt. Denn das Personal des Flüchtlingsrates ist alles andere als harmlos. Dem Trägerverein des Bayerischen Flüchtlingsrates steht Irmgard Deschler vor. Die linke Deschler war auch Vorsitzende des Trägervereins des Café Marat. Diese Einrichtung dient laut Verfassungsschutzbericht als Treffpunkt Autonomer, das heißt gewaltbereiter Linksextremisten. Zu diesen gehört auch Antifa NT. Diese durch den Verfassungsschutz beobachtete Organisation ist als solche auch Mitglied des Trägervereins des Café Marat, dem Irmgard Deschler vorstand. Somit war Deschler zeitweise Vorsitzende des Café Marat und zugleich Vorsitzende des Bayerischen Flüchtlingsrates. Warum der Verfassungsschutz das Café Marat beobachtet, werden wir noch genauer betrachten. Wir sind zurück im Kabinettssaal der bayerischen Staatsregierung, wo sich Rau als Vertreter des äußerst linken Flüchtlingsrates mit dem Integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeier, im netten Plauderton unterhält. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann weiß um die Verbindungen in die linksterroristische Szene des bayerischen Flüchtlingsrates. Oder sollte diese kennen? Die Staatsregierung irritiert offensichtlich auch nicht, dass der Flüchtlingsrat einst zusammen mit Antifa NT eine Abschiebung durch einen gemeinsamen Auftritt am Flughafen verhindert hat. Der Wähler und Steuerzahler hätte an diesem Happen sicher schwerer zu schlucken als der umtriebige Flüchtlingsrat. Der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, Petr Bistron, zieht aus dem Verhalten der CSU seine eigenen Schlüsse. Tatsächlich sprechen die Verbindungen diverser Führungsfiguren des Flüchtlingsrates ins linksextreme Milieu Bände. Der Bayerische Flüchtlingsrat, da sind Linksextremisten in der Führung. Das oberste Ziel dieser Organisation sind offene Grenzen, unkontrollierter, massenhafter Migrantenzustrom nach Deutschland. Mit Linksextremisten verhandelt man nicht. Die Vorsitzende des Flüchtlingsrates, die uns schon bekannte Irmgard Deschler, ist Mitglied im linken Netzwerk Selbsthilfe. Genau wie einer der Geschäftsführer des Flüchtlingsrates, Matthias Weinzierl. Das Netzwerk Selbsthilfe unterstützt Aktionen der Antifa bis hin zu einem Aufruf zum Schottern. Dieses Unterhöhlen von Zuggleisen ist immerhin eine Straftat. All dies stört Seehofer offensichtlich nicht, wenn es gilt, den Aufstieg der AfD zu verhindern. Übrigens stört man sich auch im Bayerischen Landtag an diesen Verbindungen und den Hintergründen des Flüchtlingsrates nicht. Vielmehr lädt auch die CSU die Linksaktivisten regelmäßig ins Maximilianeum ein, um die Asylpolitik Bayerns zu besprechen. Die CSU versagt auf ganzer Linie. Während der Vorbereitung unseres Interviews schirmen die Linksaktivisten ihre Geschäftsstelle gegen Blicke der Öffentlichkeit ab. Einer Öffentlichkeit, die den Flüchtlingsrat großzügig über Steuergelder mitfinanziert. Mit Transparenz steht man hier auf dem Kriegsfuß. Allerdings zögert der Flüchtlingsrat nicht, seinerseits anderen mangelnde Transparenz vorzuwerfen. Aus der Deckung kommen die Linksaktivisten jedoch dann, wenn es gilt, den Vollzug des Ausländerrechts zu verhindern.
Gehorsam versetzte zum Beispiel die CSU-geführte Stadt Erlangen einen Beamten der Ausländerbehörde. Grund: Der Flüchtlingsrat hatte im Verbund mit hilfswilligen Medien dem Mann den Vorwurf gemacht, er lege das Ausländerrecht so wörtlich zu rechts aus. Der Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeier, betrachtet die Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat angesichts einer solchen Bilanz gar als hervorragend. Wir sind ja Mitglied oder der Flüchtlingsrat und Pro Asyl. Sie wissen es auch, ich arbeite mit dem Flüchtlingsrat perfekt zusammen. Wir haben da wirklich ein sehr offenes und es ist mir auch sehr wichtig, transparenten Zugang zueinander. Wer auch immer der Chef ist in dem Fall, der Vertreter des Flüchtlingsrats oder Pro Asyl, wir treffen uns nach einer kurzen Woche, wenn jemand neu da ist, sofort, um einfach den oder diejenige zu kennen und auch die Fälle zu kennen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Dies äußerte Neumeier 2014 gegenüber Hubert Heinhold. Heinhold, Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrates, ist auch Vorstandsmitglied von Pro Asyl. Auf der Internetseite der Rechtsanwaltskanzlei, der er angehört, wirbt der augenscheinlich ins linksextreme Lager bestens verlinkte Heinhold mit seiner Tätigkeit als Sachverständiger sowohl im Deutschen Bundestag als auch Landesparlamenten zum Gebiet des Asyl- und Ausländerrechts. Sie beraten auch die Leute beim Flüchtlingsrat und es gibt auch eine Migrationsberatung von der Caritas, von Bayerischen Roten Kreuz. Also es ist nicht ganz, es ist schon ein Angebot da, es ist immer zu wenig, das ist so. Kann man daran arbeiten, arbeiten wir auch daran. Asylsozialberatung wird die Beträge in Bayern erhöht, massiv erhöht, reicht auch nicht, weiß ich. Entschuldigung, seit November bin ich in dem Ausschuss. Wir haben seit dem Zeitpunkt keinen einzigen Afghanen oder Afghanin, meistens sind es ja Männer, abgeschoben. Und ich habe auch für mich entschieden, im Gegensatz zu meinem Minister, dass wir niemand abschieben auf Afghanistan, weil die Situation nicht berechenbar ist. Zurück in München. Im Rathaus mit seinem berühmten Glockenspiel wehren die etablierten Parteien etwaige Gegner mit eher vordemokratischen Methoden ab. Bürger mit anderer Meinung werden aktiv bekämpft. Dazu hat man in der bayerischen Landeshauptstadt ein ganzes Spitzelnetzwerk aus Behörden und Antifa-Vereinen geschaffen. Gesteuert und finanziert wird das Netzwerk vom Münchner Rathaus aus. Die Münchner Stadtspitze steht im Zentrum dieses Netzwerkes. Oberbürgermeister Dieter Reiter versteht sich als oberster Antifa-Kämpfer, wie er bei seinem Amtsantritt deutlich machte. Antifaschismus, meine Damen und Herren, bleibt auch in München in Zukunft Chefsache. Der zweite Mann der Stadt München, der CSU-Politiker Josef Schmid und seine Fraktion, unterstützen die Finanzierung linksextremer Strukturen in der Isar-Metropole. Gemeinsam sorgen SPD und CSU etwa für die Finanzierung des Feuerwerks in der Hansastraße. 2,7 Millionen Euro erhält der linke Treffpunkt allein für das Jahr 2016. Und dies auch nur voraussichtlich. Es kann auch noch mehr werden. Wie wir noch sehen werden, dient das Feuerwerk etwa für ein Benefizkonzert, um den bewaffneten Kampf für die Revolution voranzutreiben. Buschmüller, der vermeintlich ehrenamtliche Flüchtlingshelfer am Münchner Hauptbahnhof, ist hier tätig. Im städtischen Auftrag beobachtet er vom städtisch finanzierten Feuerwerk aus politische Gegner des Oberbürgermeisters Dieter Reiter und dessen CSU-Koalitionspartner Seppi Schmid. Der Antifa-Kämpfer von Bürgermeisters Gnaden nimmt dabei unter anderem die AfD ins Visier. Real wird hier der Antifa-Verein Antifaschistisches Informations- und Dokumentationsarchiv, kurz AIDA, für die Stadt tätig. Gemäß einer Vorlage beschloss der Münchner Stadtrat im Dezember 2008, AIDA mit der Beobachtung politisch Unerwünschter zu betrauen. Seither fließt öffentliches Geld an den Verein, der im Feuerwerk als Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München, kurz FIRM, das Geschäft der Bespitzelung besorgt. Mittlerweile erhält AIDA über den Umweg Feuerwerk 109.000 Euro pro Jahr von der Stadt München. Für AIDA ist unter anderem auch Tobias Betzler tätig, der sich als Pseudonym den Namen Robert Andreasch zugelegt hat. Ein erklärtes Ziel, die AfD und ihre Anhänger. Im oberbayerischen Geretsried hatte die AfD einen Tag vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg demonstriert. Mit dabei die Stadtstasi aus München. Andreasch und Buschmüller in ihrem Element. Florian Jäger ist Vorsitzender der AfD im Bezirk Oberbayern. Er fragt sich, warum die vermeintlichen Antifaschisten die AfD derart unter die Lupe nehmen. Es
ist mir auch tatsächlich ein Rätsel, denn dieses sogenannte antifaschistische Dokumentationsarchiv hätte ja der Themenstellung nach überhaupt keine Veranlassung, sich mit der AfD zu befassen, denn Faschismus ist was deutlich anderes als die AfD. Wir sind eine Rechtsstaatspartei, wir setzen uns für geltendes Recht ein. Vor der Veranstaltung trifft man sich noch mit weiteren übrigen Antifa-Fotografen, um sich auszutauschen. Mehrere Antifa-Fotografen halten nun die Teilnehmer der Veranstaltung per Speicherkarte fest. Recht ist den Demonstranten das nicht. Dient dies ihrem Empfinden nach nicht der Berichterstattung, sondern vielmehr der Bespitzelung? Die Stadt wird so bald wissen, wer an der Veranstaltung der AfD teilnahm. In Geretsried war das wirklich sehr auffällig, weil eine ganze Gruppe an Fotografen wirklich durch die Menschen gegangen ist, dort diese Porträtaufnahmen gemacht hat. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass viele Menschen, die unsere Reden hören wollten, die an unseren Themen interessiert waren, letztendlich jenseits des Zauns gestanden sind, dort ja bei den eigentlich Gegendemonstranten waren, weil das die einzige Möglichkeit war, unsere Reden zu hören, ohne dabei von diesen Fotografen letztendlich registriert zu werden. Es wird als sehr penetrant empfunden, wenn man also von diesen Fotografen, von Bezler und Co. dort wirklich direkt ins Gesicht fotografiert wird, porträtiert wird. Das ist nicht jedem angenehm, weil natürlich auch niemand weiß, was genau mit diesen Bildern geschieht. Und das führt eben dazu, dass die Leute sich teilweise ja, versuchen, irgendwo durch Seiteneingänge in die Veranstaltungen zu schleichen, um dieser Beobachtung zu entgehen, oder dass sie teilweise auch so abgeschreckt sind, dass sie gar nicht kommen. Jäger sieht daher eine Benachteiligung der AfD. Denn die Daten stellt AIDA der Stadt zur Verfügung. Gerade dadurch, dass diese Beobachtung, und ich bleibe bei dem Begriff Beobachtung, weil Beobachtung unabhängig davon, ob man sich etwas zu Schulden kommen lässt, natürlich eine permanente Drucksituation darstellt und eine Form der Einschüchterung letztendlich ist. Und wir haben viele Mitglieder, die sich davon eben unter Druck gesetzt sehen, die eventuell auch in der Öffentlichkeit stehen, die durch diese Beobachtung Nachteile am Arbeitsplatz befürchten und deswegen tatsächlich ihre Parteiarbeit entweder mehr in den Hintergrund stellen oder sogar aus diesen Gründen ganz einstellen. Und wenn man sich überlegt, dass ja dieses sogenannte Dokumentationsarchiv auch mit städtischen Mitteln finanziert wird, stellt man sich natürlich die Frage, ob das nicht eine klare Benachteiligung der demokratischen AfD durch die Münchner Stadtverwaltung ist. Das Bundesverfassungsgericht lässt keinen Zweifel, wie es Jägers Frage beantwortet. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte, Artikel 8 Absatz 9 Grundgesetz Koalitions- und Versammlungsfreiheit, verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Mit der Chancengleichheit der AfD ist es jedenfalls in Bayern und auch sonst in Deutschland, wo sich die Situation nur unwesentlich anders darstellt, nicht weit her. Dieses städtische Engagement gegen die AfD beschränkt sich ja nicht nur auf die Beobachtung durch AIDA, sondern die Unterstützung von Organisationen wie München ist Bund und ähnlichen zeigt die gleichen Verflechtungen mit ähnlichen Personen auf und bedeutet natürlich auch eine ganz direkte Unterstützung von Gegendemonstrationen, gegen AfD-Veranstaltungen, Blockaden und dergleichen. Das heißt, das hat auch ganz konkrete Auswirkungen, die über dieses bedrohliche Beobachten hinausgehen und letztendlich eine Bevorzugung und auch eine Werbung für das linke Parteienspektrum in München bedeutet. Zum städtischen Netzwerk gehören zahllose linke Einrichtungen. Das bereits erwähnte Café Marat in der Thalkirchner Straße in München wird ebenfalls unterstützt. 42.000 Euro erhält der autonomen Treff pro Jahr durch Beschluss von SPD und CSU aus der Münchner Stadtkasse. Der Linksextremistentreff entstand in den frühen 1990er Jahren.
Mit der ersten rot-grünen Mehrheit im Münchner Stadtrat entstand in diesem unter Denkmalschutz stehenden Haus auch dieser Stützpunkt der Antifa. Ein näherer Blick, was hinter der Fassade geschieht und welche Ideologie dort verbreitet wird, lohnt sich. Petr Bistron, der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, hat sich daher näher mit dem Café Marat beschäftigt. Das Gebäude gehört der Stadt München. Es wird hier seit Jahren ein sogenanntes Café Marat mit städtischen Geldern finanziert. Die jährlichen Zuschüsse erreichen die Höhe von 42.000 Euro. Doch ein rein rot-grünes Projekt ist das Café Marat mittlerweile nicht mehr. Auch die CSU öffnet der Antifa gerne die Stadtkasse. Damals in der Opposition hat die CSU immer gegen diese Finanzierung gestimmt. Seitdem die CSU unter Seppi Schmidt in München mitregiert, ist sie plötzlich dafür. Im letzten Haushalt hat die CSU für die Bewilligung der Mittel mitgestimmt. Bemerkenswert ist dabei insbesondere, dass der Antifa-Treff nicht nur jedes Jahr bezuschusst, sondern nahezu genauso regelmäßig im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Das Café Marat dient Linksextremisten, insbesondere Autonomen, als Treffpunkt, logistisches Zentrum und Informationsbörse. Und zu Antifa-NT? Sie pflegt bundesweite Kontakte zu anderen autonomen Gruppierungen und trat im Herbst dem linksextremistischen Ums Ganze Bündnis bei. Zur Demonstration gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt am Main am 18. März organisierte Antifa-NT die Busanreise aus München. Bei den Protesten kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Antifa-NT nutzt die Räumlichkeiten des Café Marat, das Teil eines selbstverwalteten Kulturzentrums ist. Wie so häufig bedeutet auch hier das Wort selbstverwaltet, dass es aus dem Steuertopf finanziert wird. Warum stimmte aber die CSU früher gegen die Finanzierung und nun dafür? Für Bistron ist der Zusammenhang eindeutig. Die CSU hat ihre Meinung zu diesen linksextremistischen Vereinen geändert mit dem Aufkommen der AfD. Plötzlich ist die CSU für die Finanzierung dieser Vereine. Offenbar kommt ihr das zurecht, dass es hier jemanden gibt, der die AfD bekämpft. Wie kann es aber sein, dass die CSU einerseits das Café Marat als Hort von Verfassungsfeinden ansieht und gleichzeitig die Antifa finanziert? Ja, Sie sehen, wie schizophren die Situation ist. Auf der Landesebene lässt die CSU oder, über den Verfassungsschutz die Antifa-NT beobachten. Und im Münchner Stadtrat stimmt sie der Finanzierung, einer indirekten Finanzierung zu. Schon die Namensgebung hätte die Münchner Stadträte aufhorchen lassen müssen. Das Antifa-Café ist nach Jean-Paul Marat benannt, einem Befürworter politischer Gewalt in der Französischen Revolution. Das Volk ist meiner Stimme gehorsam gewesen. Es hat Frankreich gerettet, indem es sich selbst diktatorische Vollmachten gab, um Verräter zu töten. Marat im Nationalkonvent mit Blick auf die September-Massaker von 1793 mit über 1200 Toten. Die meisten davon hatten sich noch nicht einmal eines politischen Vergehens schuldig gemacht. Diese Geisteshaltung bekommen Mitglieder und Funktionäre der AfD sehr unmittelbar zu spüren. Die Antifa verübt Anschläge gegen AfD-Büros, gegen unsere Politiker, zündet Autos an. Seit neuestem bedroht sie sogar Wirte, bei denen wir Veranstaltungen abhalten. Ich bin zutiefst erschrocken über diese Zustände. Ich bin vor 30 Jahren geflohen aus einem kommunistischen Land und ich hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich von gleichen Leuten 30 Jahre später wiederverfolgt werde. Es ist entsetzlich. Das im Schlachthofviertel gelegene Café Marat wird aus dem Haushalt des Sozialreferats als ein Angebot für Familien, Frauen und Männer finanziert. Wobei dies angeblich der Aktivierung und Unterstützung dient. Die Steuermittel erhält der Verein Zeit, Schlacht und Raum, der Trägerverein des Café Marat. Dieser Verein hat keine erkennbare, über diese Strohmann-Funktion hinausgehende Aufgabe. Weil die CSU damals noch in der Opposition nicht wusste, dass sich hinter dem Verein Zeit, Schlacht und Raum das Café Marat verbirgt, stimmte sie einmal aus Unkenntnis für die Finanzierung der Begegnungsstätte der Antifa. Sonst war die CSU allerdings all die Jahre strikt gegen die Unterstützung der Linksextremisten, die sich hinter Zeit, Schlacht und Raum verbergen.
CSU-Fraktionschef Seppi Schmid erklärte 2011 gegenüber der Jungen Freiheit in Bezug auf das Café Marat noch: Niemand kann verlangen, eine extremistische Schlange auch noch an unserem eigenen Busen zu nähren. Jetzt mit eigener Macht ausgestattet, stimmt die CSU jedoch wissentlich und willentlich für die Finanzierung des Café Marat. Familien- und Bürgerpolitik von SPD und CSU im Jahr 2016. Folgerichtig wird auf der Internetseite der Stadt München das Café Marat als Hort des, so wörtlich, bürgerschaftlichen Engagements empfohlen. Engagement, das sich in einem Aufruf zum Plündern widerspiegelt. Dieses Bild dient dann später auch dazu, die entsprechende konsequent Umsonst-Flohmarkt genannte Tauschbörse in den eigenen Wänden zu bewerben. Eine Begegnung ganz anderer Art wurde hier an der Außenwand der vermeintlichen bürgerlichen Begegnungsstätte von einem Unbekannten plakatiert. Man verbreitet offen Hass auf Schweine, gemeint sind in diesem Falle Polizisten. Es kann aber auch jeden anderen treffen. Im Café Marat, hier Innenaufnahmen, dem Ort für vermeintliches bürgerschaftliches Engagement, finden sich die Parolen und Transparente, die man später auf der Straße im Rahmen von Demonstrationen wieder antrifft. Wie das Motto: Alles für alle, für eine befreite, klassenlose Gesellschaft. Auch das Transparent zu High Market und der Forderung nach einem revolutionären Alltag findet sich sowohl im Café Marat wie auch auf der Demonstration, bei der die Antifa am Tag der deutschen Einheit dem Volkstod entgegenfiebert. Auch die Behauptung, es gibt keine Alternative zur weltweiten sozialen Revolution, wird nicht nur im Café Marat apodiktisch verbreitet. Dieses Motto fand bei Rätekommunisten Verwendung, die 2014 in München demonstrierten. Bei bloßen Aufrufen belässt man es nicht. So wurde im Café Marat unter anderem auch die Kampagne War Starts Here, der Krieg beginnt hier, beworben und unterstützt. Gestartet wurde laut Bundesamt für Verfassungsschutz diese Kampagne im Jahr 2011. Im Rahmen dieser wurden die Unternehmen Post und DHL mit Anschlägen überzogen, da sie Logistikaufträge der Bundeswehr übernommen hatten. Durch Gewalt sollten und sollen diese Unternehmen zur Änderung ihres Geschäftsgebarens angehalten werden. Bei einem der Anschläge, dieses Mal direkt gegen die Bundeswehr, kam es laut Verfassungsschutz zu einem Sachschaden von ca. 10 Millionen Euro. Im Café Marat konnte man sich aus erster Hand über die Gewaltkampagne informieren und sich ihr anschließen. Die Veranstaltungen in dem Münchner Antifa-Treff fanden insbesondere zu einem Zeitpunkt statt, als sich wegen der Münchner Sicherheitskonferenz besonders viele Antifa-Mitstreiter in der Stadt befanden. Wenig verwunderlich also, dass sich die Rote Hilfe im Rahmen einer Veranstaltung im Café Marat gegen den Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches wendet. Dieser stellt die Bildung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe. Unfreiwilliger Humor ist bei den extrem Linken nicht ausgeschlossen. So tagt die Rote Hilfe in einem von Steuergeldern finanzierten und im Eigentum der Stadt befindlichen Haus und will zugleich gegen die eigene Unterdrückung durch den Staat ankämpfen. An jenem 18. März 2016 traten auch Vertreter der Bernhard-Soli-Gruppe im Café Marat auf. Bei Bernhard, mit dem man im steuerfinanzierten Café Marat so unbedingt solidarisch sein möchte, handelt es sich um Bernhard Heidbreder. Dieser gehört mutmaßlich dem Komitee an, einer laut Beschluss des Bundesgerichtshofes von 1995 linksterroristischen Vereinigung. Heidbreder, hier ein Fahndungsfoto, tauchte 1995 unter. 2014 wurde der mutmaßliche Linksterrorist in Südamerika durch Zielfahnder des Bundeskriminalamtes aufgespürt. Die Kriminalbeamten hatten schon länger vermutet, Heidbreder könnte sich dort mit Hilfe früherer RAF-Unterstützer versteckt halten. Das Auslieferungsgesuch scheiterte zwar im Oktober 2015, doch der ehemalige deutsche Polizeibeamte Heidbreder befindet sich in Venezuela immer noch in Haft. Heidbreders Aufenthaltsstatus wird während dieser Haft überprüft. Heidbreder, der mutmaßlich einst eine im Bau befindliche Abschiebehaftanstalt in Berlin mit 120 Kilo Sprengstoff zerbomben wollte, könnte nach Deutschland abgeschoben werden.
Die linke Kampagne Dageblieben setzt sich dafür ein, dass der mutmaßliche Linksterrorist Heidbreder nicht nach Deutschland abgeschoben wird, wo ihn die Strafverfolgungsbehörden erwarten. Voraussetzung für die Unterstützung durch die Rote Hilfe ist, dass sich die Linksterroristen weder in Haft noch gegenüber dem Strafgericht von ihren Straftaten distanzieren. Bei Heidbreder geht die Antifa sogar so weit, den Sprengstoffanschlag zu einer legalen Tat zu erklären. Im Café Marat lagen auch Broschüren und Zeitschriften aus, die Wirkungen von Anschlägen beschreiben. Darunter ein Brandanschlag auf einen Kabelschacht der Deutschen Bahn. Die Antifa legte auf diese Weise den Berliner Nahverkehr lahm. Allerdings beklagen sich die Linksextremisten, dass die Medien ihnen diese Großtat nur unzureichend zugeschrieben haben. Es folgt daher am Ende noch ein Vorschlag für einen unverkennbar eigenen Anschlag durch den geneigten Leser und wie das jeweilige Bekennerschreiben gestaltet werden sollte. Da ist eine im Café Marat ausliegende Graffiti-Vorlage nur noch eine Petitesse. Keine Kleinigkeit ist dagegen eine Broschüre, die wir im April 2016 im Café Marat vorfinden. In dieser wird für den bewaffneten Kampf in Rojava geworben. In der kurdischen Provinz im Norden Syriens wird von kommunistischen Kräften eine Räterepublik nach den Vorstellungen des PKK-Führers Abdullah Öcalans errichtet. Gegen die Terrororganisation PKK wurde bereits 1993 in Deutschland ein Betätigungsverbot verhängt. Im Café Marat jedoch wird für den bewaffneten Kampf für die PKK im syrischen Rojava geworben. Man könne, so der Autor der dort ausliegenden Broschüre, vor Ort auch für den Kampf in Deutschland etwas lernen. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegenüber dem Kopp Verlag sind im Mai 2016 ca. 120 linksextremistische Kämpfer aus Deutschland in Rojava tätig. 25 von ihnen sollen über die Internetseite Lions of Rojava angeworben worden sein. Die übrigen knapp 100 Sozialismus-Dschihadisten auf anderem Wege. Etwa auch über Broschüren, wie man sie im Café Marat findet. Und was ist mit den Rückkehrern aus dem bewaffneten Kampf für die Revolution im Sinne Öcalans? Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz teilt uns mit: Es sind derzeit keine in Bayern aufhältigen Rückkehrer aus dem PKK-Bereich bekannt, die hier den bewaffneten Kampf fortsetzen wollen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass traumatische Erfahrungen im Kriegsgebiet eine größere psychische Labilität zur Folge haben. Doch die etablierten Parteien lassen noch andere Wege der Werbung für die PKK und deren Führer Abdullah Öcalan zu. Februar 2016. Das Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus ruft zur Friedensdemonstration und zum Protest gegen die zugleich stattfindende Sicherheitskonferenz auf. Das Bündnis gegen Krieg und Rassismus ist eine Vorfeldorganisation der Deutschen Kommunistischen Partei. Auch diese wird, man möchte schon sagen, selbstverständlich durch den Verfassungsschutz beobachtet. Zentral für das Zustandekommen dieser Demonstration ist auch hier die Infrastruktur der Landeshauptstadt München. Das eine Welthaus ist Eigentum der Stadt. Zur Nutzung wird das für Millionen renovierte und alljährlich bezuschusste Haus der extremen Linken überlassen. Auch das kommunistisch unterwanderte Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus hält hier seine Versammlungen ab. Dieses ist eine Kundgebung und eine Protestaktion für internationale Solidarität, gegen Nationalismus, gegen Rassismus und Krieg. Auf der hier geplanten Demonstration kommt es zu einer Propagandarede für die Ziele des PKK-Führers Abdullah Öcalan. Die Kurdin Bedia Özgökçe Ertan, Abgeordnete im türkischen Parlament, wirbt mitten in München für den Führer einer in Deutschland verbotenen Organisation. Das Projekt Öcalans für die friedliche Lösung der kurdischen Frage. Das ist nicht etwa ein Ausrutscher. Im Januar 2014 fanden wir im Eine Welthaus diese Broschüre. Dem ersten Anschein nach will man sich mit dieser gegen Krieg wenden. Doch auf Seite 3 wird auch hier für Rojava geworben. Klar ist, es geht den vermeintlichen Friedensaktivisten nicht wirklich darum, gegen Krieg einzutreten. Es geht um die Befeuerung des bewaffneten Kampfes, um die Beförderung des Krieges im Namen der sozialistisch-kommunistischen Revolution. Um dabei voranzukommen, wird für ein Benefizkonzert mit gewaltverherrlichenden Bands auf Seite 4 der Broschüre geworben.
Ort des Benefizkonzerts im Namen des Kommunismus und des bewaffneten Kampfes für die Revolution, das alljährlich mit Millionen aus der Stadtkasse finanzierte Feuerwerk. Das Geld wird angeblich für die Demonstration gesammelt, die 3 Tage später stattfinden wird. Nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes sammelten verschiedene linksextremistische Organisationen in 2 Kampagnen über 219.000 Euro. Ein Motto dabei: Waffen für Rojava. 3 Tage später. Am 3. Februar 2014 demonstriert die extreme Linke angeblich für den Frieden. Zugleich aber auch für den Kampf in Rojava. Diese Zusammenhänge waren und sind jedoch kein Grund für die Stadt München, die Finanzierung des Café Maras und des Eine-Welt-Hauses einzustellen. Das hier ist das Sinnbild für die grün-rot versiffte Politik mit Unterstützung der CSU. Während CSU-Innenminister Joachim Herrmann das Café Marat durch den Verfassungsschutz beobachten lässt, wird der Antifa-Treff durch seinen Parteigenossen Seppi Schmid mit Steuergeldern finanziert. Von den Mainstream-Medien wird solches Gebaren letztlich in keiner Weise aufgegriffen. Das Café Marat wird jedenfalls als ein logistisches Zentrum der Münchner Linksextremen genutzt. Unter anderem durch die Antifa-NT. Über diese heißt es in Herrmanns Verfassungsschutzbericht: Die Gruppe Antifa-NT vertritt einen autonomen Antifaschismus, der darauf abzielt, die bestehende Gesellschaftsordnung durch eine klassenlose Gesellschaft zu ersetzen. Mitte Mai 2016 vor dem Münchner Hofbräukeller. Die lokale Antifa findet sich ein, um gegen eine AfD-Veranstaltung zu demonstrieren. Der Wirt des Hofbräukellers hatte nach Vertragsabschluss aus Furcht um den Ruf seines Hauses und aus Befürchtungen heraus, die Antifa könnte auftreten, den AfD-Infoabend abgesagt. Nachdem er durch Beschluss des Landgerichts München zur Einhaltung des geschlossenen Vertrages verpflichtet wurde, fand die Veranstaltung doch noch statt. Einmal mehr Gelegenheit für die städtisch unterstützte Antifa, gegen die AfD zu demonstrieren. Der heftige Regen sorgte für vergleichsweise wenig Teilnehmer. Die Antifa-Fotografen ließen sich jedoch nicht abhalten, Bilder von Teilnehmern an der AfD-Veranstaltung zu fertigen. Auch dieses Mal registriert Markus Buschmüller, wer an Veranstaltungen der politischen Konkurrenz seines Finanziers teilnimmt. Den Hofbräuwirt könnten neben der Antifa noch weitere Sorgen umgetrieben haben. Da ist zunächst das Rathaus. Oberbürgermeister Dieter Reiter schreibt Münchner Wirte an und warnt diese davor, Rechtspopulisten zu beherbergen. Die Wirte können sich, so Reiter in seinem Brief, vertrauensvoll an das Münchner Netzwerk gegen Rechts wenden, namentlich an FIRM. An die Stelle also, hinter der sich Buschmüllers Antifa-Verein verbirgt. Mit anderen Worten, wer in München eine Versammlung abhalten darf, darüber entscheidet die Antifa. Um die Wirte vor weiterem Ungemach zu warnen, werden sie durch den Oberbürgermeister zudem noch aufgefordert, auf den Begriff des Zigeunerschnitzels zu verzichten. Schließlich sei dies genauso rassistisch wie der Begriff Neger, der in Bayern für ein Mixgetränk aus Cola und Weißbier Verwendung findet. Dem folgt noch eine Aufklärungsbroschüre gegen Rechtspopulisten und ein Schild zum Aufhängen im Lokal. München ist bunt, sollen die Wirte der bayerischen Landeshauptstadt anbringen. Der Verein München ist bunt hat seinen Sitz hier, Oberanger 38 in München, dem Sitz der Parteizentrale der Bayern-SPD. Diese Partei kennt der Wirt des Hofbräukellers gut, halten doch die Sozialdemokraten mit ihrem Oberbürgermeister Dieter Reiter gerne Veranstaltungen in seinem Gasthaus ab. Die Wirte, die sich den zahlreichen Hinweisen nicht unterwerfen, wissen, dass ihre Konzession von der Stadt München abhängig ist, die ihnen jederzeit auch Lebensmittelkontrolleure ins Haus schicken und ihren Betrieb stilllegen kann. Doch speziell den Wirt des Hofbräukellers dürfte noch ein weiterer Zusammenhang zur Kündigung der AfD-Veranstaltung veranlasst haben. Die Brauerei Hofbräu und ihre Gastwirtschaften gehören dem Freistaat Bayern. In der bayerischen Staatsregierung für den Hofbräu zuständig Markus Söder, der sich selbst als Nachfolger des derzeitigen Ministerpräsidenten sieht. Voraussetzung für Söders Aufstieg? Die absolute Mehrheit für die CSU. Dieses Ziel könnte die AfD gefährden. Sollte also Markus Söder und sein Finanzministerium hinter der Kündigung der Veranstaltung stehen? Dafür spricht einiges. Nicht zuletzt, dass uns das Ministerium
auch nach Wochen keine Antwort auf die Frage geben möchte, ob das Söder-Ministerium auf den Wirt eingewirkt hat. Zurück in Geretsried, wo die CSU seit an seit mit der Antifa gegen die AfD demonstriert. So mancher Demonstrationsteilnehmer will sich die Beschneidung seines Rechts, sich unbehelligt zu versammeln, nicht nehmen lassen. Der ein oder andere stellt sich den Antifa-Fotografen entgegen. Wohlgemerkt hat das Verhalten der linksradikalen Fotografen nur am Rande mit Berichterstattung zu tun. Freie Presse wird hier nach Ansicht der Demonstranten nicht behindert. Es geht der Antifa schlicht um Einschüchterung. Schon einmal hatte sich Antifa-Fotograf Betzler alias Andreas uns gegenüber geäußert, er wolle bestimmte Aufnahmen überhaupt nicht veröffentlichen. Schon bald beschwert er sich bei der Polizei, er würde von anderen an seiner vermeintlich journalistischen Arbeit behindert. Das hält ihn und seine Antifa-Mitstreiter jedoch nicht davon ab, anderen durch Blockade eine freie Berichterstattung unmöglich zu machen. Wir werden später noch sehen, wie sich Betzler darauf versteht, wirkliche Berichterstattung zu behindern. 3 Monate später. Der AfD-Kreisverband in Deggendorf hat Björn Höcke eingeladen. Selbstverständlich ist auch Antifa-Fotograf Betzler anwesend. Um die Veranstaltung zu sabotieren, hatte die Antifa in der Nacht zuvor das Haus der AfD-Kreisvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner attackiert. Mittels eines selbstbefüllten Feuerlöschers wurde eine Mischung, die wohl aus Jauche und Bitumen bestand, auf das Haus gesprüht. Ebner-Steiner, die auch dem Landesvorstand der AfD in Bayern angehört, vermutete einen Zusammenhang. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht um 6 Uhr und schaue so aus dem Fenster und denke mir, ups, was ist da passiert? Die ganze Scheibe voll Dreck, gehe dann ins Kinderzimmer, dort das Gleiche. Dann habe ich natürlich schon mit dem Anschlag gerechnet. Bin dann rausgegangen und habe dann gesehen, was da so alles an der Wand klebt. Mhm. Warum mit dem Anschlag gerechnet? Ja, wir haben morgen eine Kundgebung mit Björn Höcke. Und da war letztens, als wir das Stadtbierfest ausrichten wollten, war ja die Antifa schon an meiner Haustür und hat da ein kleines Trommelkonzert veranstaltet. Ich habe gestern schon in Deggendorf Plakate entdecken müssen, wo linke Hassbotschaften plakatiert waren. Und von dem her gehen wir sehr von einem Anschlag aus dem linksextremen Spektrum aus. Der Feuerlöscher, der lag hier vorne. Und mein Sohn hat, ich habe den erst gar nicht gesehen, aber mein Sohn, der 9-Jährige, hat den gefunden und der war dann total verstört. Und hat gesagt, Mama, Mama, wollen die jetzt unser Haus anzünden? Meine 3 Söhne waren zu Hause, meine Tochter nicht. Mein Mann findet natürlich die ganze Sache erschreckend. Und für mich persönlich ist es auch schlimm, dass mein Mann und meine Kinder hier in Sippenhaft genommen werden für meine politischen Überzeugungen. Ich stehe dazu, ich kann da was aushalten, aber ich finde, die Kinder und den Mann muss man aus dieser Geschichte raushalten. Viele meiner Parteikollegen werden bedroht, auch vor der Haustüre, aber solche Anschläge in der Form hat es jetzt eigentlich schon länger nicht mehr gegeben. Angesichts der vielen gezielten Anschläge musste die Veröffentlichung der Adressen von Parteimitgliedern durch die linksextreme Plattform in die Media Sorgen hervorrufen, wenn dies im Falle Ebner-Steiners allerdings ohnehin keine Rolle mehr spielte. Für mich war es jetzt in dem Sinn nicht so schlimm, für mich persönlich, weil meine Adresse schon vor mehreren Monaten im Internet veröffentlicht wurde. Aber natürlich für meine Parteikollegen fand ich das sehr schade, weil es ist natürlich eine Riesenbelastung, wenn man weiß, dass man jeden Tag Angriffen ausgesetzt sein kann. Wer aber, außer in die Media, veröffentlicht Adressen, um derartige Folgen für die Betroffenen herbeizuführen? Unruhiges Hinterland Deggendorf, genau, die haben meine Adresse und die von dem ehemaligen Vorsitzenden des Kreisverbands Deggendorf wurde das veröffentlicht. Tatsächlich findet sich Ende Juni auf der Facebook-Seite der Gruppe Unruhiges Hinterland Deggendorf immer noch der Eintrag vom Januar 2016 mit der vollständigen Adresse Katrin Ebner-Steiners. Garniert ist das Post mit der nicht falsch zu verstehenden süffisanten Bemerkung, die AfD-Politikerin würde sich, so wörtlich, über einen Besuch sicherlich freuen. Bestimmt gäbe es auch Tee. In der Tat sieht es nach der Antifa-Offensive an der Hauswand Ebner-Steiners aus, als hätte man eine riesige Portion Teesatz versprüht. Wie es die Deggendorfer Antifa auch sonst mit der Gewalt so hält, wird mittels ihrer Facebook-Seite mehr als klar. Im Eintrag vom 25. Juni 2016 heißt es: Die AfD hat heute einen Infostand vor dem H&M in Deggendorf. Guckt doch mal vorbei und helft der Katrin, gemeint ist Kreisvorsitzende Ebner-Steiner, beim Abbau
oder bringt eine Torte vorbei. Was mit Abbau des Infostandes gemeint ist, dürfte dem letzten Gutgläubigen ebenfalls deutlich vor Augen stehen. Und damit auch der letzte Antifa-Genosse die Tortenanspielung auf die Attacke auf Beatrix von Storch versteht, wird das entsprechende Video auch gleich gezeigt. Diese Tortenattacke ging übrigens von Mitgliedern von Peng aus, einem sogenannten Künstlerkollektiv, das durch die Kulturstiftung des Bundes mit 150.000 Euro gefördert wird. Gewaltaufrufe und Aufforderungen zu Hausbesuchen sollten eigentlich durch Facebook gelöscht werden, wenn es nach Justizminister Heiko Maas geht. Das ist allerdings nicht die Erfahrung von Katrin Ebner-Steiner. Das ist eben das Problem, dass man die nicht ermitteln kann. Mhm. Und bei Facebook ist so, solange keine nackte Frau dabei ist, wird nichts gelöscht. Ich habe mehrfach um Löschung gebeten bei Facebook, aber ich keine Reaktion. Von der Veranstaltung lässt sich die AfD-Politikerin allerdings nicht abhalten. Die wird ganz normal abgehalten, unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen natürlich, aber wir lassen uns da nicht einschüchtern, wir geben Gas. Am nächsten Tag. Bei sehr wechselhaftem Wetter findet die AfD-Kundgebung statt. In Hörweite kommt es jedoch zu einer Gegendemonstration. Als es bei der AfD richtig losgeht, ist man dort allerdings schon ermattet. Der Starredner der Gegenveranstaltung, Florian Pronold, Vorsitzender der Bayern-SPD, retweetet stolz die Meldung von Endstation Rechts. Wie man selbst an dem Tweet des SPD-Blättchens erkennt, sind die Antifa-Anhänger mit ihrer schwarzen Kapuze in trauter Zweisamkeit gegen die AfD auf die Straße gegangen. Eine Koalition, auf die man offenbar sogar stolz ist in der ehemaligen Volkspartei. Der bayerische AfD-Landesvorsitzende Petr Bistron ist hingegen am Tag nach dem Anschlag auf Katrin Ebner-Steiner nicht gut auf die Antifa zu sprechen. Ja, liebe Freunde, liebe Deggendorfer, vor allem liebe Katrin. Ich bin heute Nacht um 4 Uhr aus Wien gekommen, weil ich von den Vorkommnissen gehört habe, die sich hier abgespielt haben. Und normalerweise begrüße ich alle Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen. Ich begrüße auch die von der Antifa. Heute werde ich die nicht begrüßen, denn diese Menschen verdienen das nicht, von uns begrüßt zu werden. Leute, die Anschläge auf uns machen, die unsere Häuser beschmieren oder anzünden wollen, die Mütter mit 4 Kindern angreifen, die sind es nicht wert. Aber ich habe ein Zitat von einem Kollegen von diesen Leuten. Und zwar ist das ein Kommunist, ein italienischer Kommunist, Ignazio Silone. Und der hat schon in den 30er Jahren gesagt, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und ihr Antifa, ihr seid die Faschisten von heute. Ja, Herr Betzler von der Antifa, machen Sie gerne Ihre Fotos, aber Sie haben doch schon so viele von mir. Aber das ist der Herr Betzler, wird aus dem städtischen Geld von der SPD, von der CSU bezahlt über einen Tarnverein, der nennt sich AIDA. Und seine einzige Beschäftigung ist, uns zu fotografieren, uns ins Internet zu stellen und uns zu denunzieren. Uns, die Bürger Deutschlands. Liebe Freunde, lassen Sie Herrn Bissler hier. Er beschwert sich dann sonst, dass wir Journalisten von unseren Veranstaltungen verjagen. Der Auftritt Betzlers mit weiteren Antifa-Aktivisten wie seiner linksradikalen Kollegin neben ihm, die wir hier einmal Anne W. nennen wollen, ist jedoch nicht der letzte Zwischenfall an diesem Tag. Die Rede Björn Höckes wird von hysterischen jungen Frauen mit dem Antifa-Ruf Nationalismus raus aus den Köpfen unterbrochen. Es gibt kaum ein Volk in der Welt, das der Menschheit in der Philosophie, in der Musik... Die Älteren, die sie wohl losgeschickt haben, bleiben dabei zunächst vornehm im Hintergrund.
Eine junge, offensichtlich muslimische Frau beschimpft zwar gerne andere als Nazis und will diese hinauswerfen. Doch durch eine Gegenrede fühlt sie sich schnell beleidigt. Aber beim Kampf der Linken gegen jede Opposition wird mehr als nur ein Gesicht verschleiert. Im Münchner Netzwerk gegen politische Opposition hat sich nicht nur die Antifa häuslich eingerichtet. Im Rathaus wurde eine ganze Behörde geschaffen. Diese wird von Miriam Heigl geleitet. Heigl, die ihre Weltsicht auch in dem Heftchen Proklar – Probleme des Klassenkampfes veröffentlichte, betrachtet alles Nicht-Linke als unzulässig. Bevor der Münchner Stadtrat im Jahr 2008 ihre Stelle im Rathaus schuf, war Heigl im linksextremistischen Milieu schon ein Begriff. So war sie im Jahr 2007 für einen Vortrag angekündigt, der sich mit der Frage beschäftigte, was bedeutet der Staat für unsere Kämpfe? Ort der Veranstaltung, das Café Marat. Mit der entsprechenden Weltsicht ausgestattet, sitzt die Linksaktivistin im Rathaus und überwacht die nicht-linke Opposition in München. Dazu entwirft sie nicht nur die Schreiben des Oberbürgermeisters Reiter an Gastwirte, sondern auch an Veranstalter von Kulturfesten, die Tipps zur Verbannung angeblicher Rechter enthalten. Um die Verdrängung aus dem sozialen Leben zu perfektionieren, erhielten Sportvereine schon im Jahr 2013 von Heigl und ihren Mitarbeitern Tipps, um Rechten die Mitgliedschaft zu entziehen. Wörtlich heißt es: Leider sind in München ebenso wie in anderen bayerischen Kommunen immer wieder Personen aktiv, die versuchen, gegen dieses friedliche und demokratische Zusammenleben zu agitieren. So behaupten Rechtsextremisten und Rechtspopulisten eine vermeintlich wachsende Gefahr durch fremde Kulturen und fremde Religionen. Wer also behaupten sollte, Islam und Scharia könnten Gefahren bergen, soll aus seinem Sportverein geworfen werden. Wie die Satzung hierfür geändert werden muss, erfahren die Empfänger der Städtischen Post ebenfalls aus dem Brief des Oberbürgermeisters. Wer sich trotz dieser Maßnahmen versammelt oder politisch inkorrekt zu äußern wagt, wird von den Antifa-Hilfstruppen der Großen Koalition erfasst und registriert. Die Verbindungen der Netzwerkmitglieder in das linksextreme Lager stören den Bayerischen Rundfunk nicht. Im Gegenteil. Sowohl AIDA als auch der Fachstelle gegen Rechtsextremismus, eine Behörde im Rathaus, wird durch den öffentlich-rechtlichen Sender breiter Raum eingeräumt. Dabei werden alle nicht-linken Positionen als demokratiefeindlich diffamiert. Die eigenen extremistischen Positionen der Stadtstasi werden dabei dem Zuschauer aber verschwiegen. In München ist man gar stolz auf die Zusammenarbeit mit der Antifa, der man letztlich ja auch selbst angehört. Wer nun meint, dies sei auf München beschränkt, der irrt. Der Deutsche Städtetag hat schon lange damit begonnen, das Münchner Modell zu übernehmen. Wenn auch die Ausweitung der Stadtstasi aus Sicht Heigls noch deutlich zu langsam voranschreitet. Miriam Heigl sagte in der Sendung Alpha Forum des Bayerischen Rundfunks vom 29.03.2016: Wir sind genauso wie andere Kommunen gehalten, hier wirklich gegenzusteuern. Gibt es da denn eine Vernetzung sozusagen unter den Kommunen in Deutschland? Genau, also das haben wir angeregt und haben das ziemlich forciert. Sie wissen, manchmal sind so Prozesse nicht ganz so schnell sozusagen. Wir haben gesagt, beim Deutschen Städtetag, wo die Landeshauptstadt Mitglied ist, wir wollen gerne, dass wir einmal im Jahr ein Vernetzungstreffen der bundesdeutschen Kommunen haben zu diesem Thema, um uns eben auszutauschen und um uns quasi auch gegenseitig Hilfestellungen zu geben.
Insbesondere mit Berlin arbeitet man in München eng zusammen. Das Münchner Rathaus hat seine Broschüre zur Verhinderung der Anmietung durch vermeintlich rechtsextremistische oder rechtspopulistische Gruppierungen mithilfe der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, kurz MBR, aus Berlin erstellt. Die MBR wird, ähnlich wie AIDA, in München ebenfalls aus dem Steuertopf finanziert. Ich leite die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin und beschäftige 11 Kolleginnen und Kollegen, Beraterinnen und Berater, eine Verwaltungskraft und erhalte für diese Tätigkeit vom Land Berlin 675.000 Euro. Allerdings ist man in der Bundeshauptstadt schon einen, wenn auch kleinen, Schritt weiter als in Bayern. Dort haben alle etablierten Parteien unter Führung der MBRB ein Bündnis gegen die AfD geschmiedet und dies auch öffentlich gemacht. Im sogenannten Berliner Konsens verabreden sich alle etablierten Parteien zu einer gemeinsamen Politik und erklären kollektiv ihre Konkurrenz von der AfD zu aussätzigen. Brav bedanken sich die Parteien bei der MBRB für die Unterstützung beim Berliner Konsens. Ein Hinweis, dass die etablierte Politik diesen Verein zuvor für die eigenen Zwecke aus Steuergeldern finanziert und nun im Wahlkampf einsetzt, fehlt in der Erklärung gänzlich. Stolz verweist der Twitter-Account der Berliner SPD auf den Parteienkonsens der Etablierten. Zudem haben die Sozialdemokraten ihrer eigenen Darstellung nach die Vorstellung der gemeinsamen Erklärung der MBR überlassen. Kein Wunder also, wenn die MBR auf ihrer Facebook-Seite von ihrer Pressekonferenz spricht. Die etablierten Parteien machen sich auf diese Weise nur noch zum Exekutor der von ihnen selbst geschaffenen und mit Steuermitteln finanzierten Netzwerke. Wir haben ein gesellschaftliches Netzwerk in der Landeshauptstadt. Das ist einfach unheimlich breit. Und das erlaubt mir eben auch, mit Kultureinrichtungen zu kooperieren. Mit den Kirchen, mit den Sportvereinen, mit der Antifa, mit allen möglichen. Und das ist natürlich was unheimlich Schönes, weil ich habe das Gefühl, wir haben total viele Partner. Und wir ziehen auch alle gemeinsam an einem Strang. Das wird an der mittlerweile nicht mehr erreichbaren Seite 089 gegen rechts deutlich. Im Impressum zeichnet der Verein Feierwerk verantwortlich, der, wie beschrieben, mehr als 2,7 Millionen Euro von der Stadt München pro Jahr erhält. Einer der zwei Redakteure dieser Internetseite, Markus Buschmüller. Dem Netzwerk 089 gegen rechts gehört gemäß der nicht mehr erreichbaren Internetseite ein Bildungspool an. Teil dieses Bildungspools ist, wie sollte es anders sein, AIDA und auch die Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Weil auch die Parteien nicht fehlen dürfen, findet sich dort neben der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Dem Bildungspool gehören aber auch weitere Behörden der Stadt München an, wie Stadtjugendamt, Jugendkulturwerk, politische Bildung. Und noch viele Organisationen, Behörden und öffentliche Einrichtungen mehr. Auf die gemeinsamen Bemühungen dieses Netzwerkes geht auch der jährliche Bericht über rechte Aktivitäten, den die Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit wie jedes Jahr ebenso für 2015 herausbrachte. Dieser ist eines von vielen Beispielen für fragwürdige Behauptungen, die man öffentlich verbreitet. Recht plump und doch für den unbedarften Leser schwer zu erkennen, werden in dem vermeintlichen Report angebliche Gemeinsamkeiten zwischen NPD und der Demo für alle verbreitet. Die Demo für alle, hier Bilder von Veranstaltungen in Stuttgart, widersetzt sich Auswüchsen der Gender-Ideologie und umstrittenen Bildungsplänen wie etwa denen des Kultusministeriums von Baden-Württemberg. Dieses propagiert eine mehr als fragwürdige Sexualerziehung im Unterricht. Kinder sollen hier zum Beispiel einen Puff für alle entwerfen, indem sie mittels eines Grundrisses des Puffs jeder erdenklichen Sexualpraktik ein Zimmer einrichten. Um den Skandal perfekt zu machen, sollen Widerstände gegen Prostitution bei Kindern mit Verhaltenshinweisen an die Lehrer ausgeräumt gebrochen werden. Der besorgte Sexualwissenschaftler Dr. Jakob Passtötter erklärt den Zusammenhang von Gender Mainstreaming und linker Politik. Man könnte es so sagen, dass es sich hier um eine Art innerweltlicher Erlösungsreligion handelt. Man möchte die perfekte Gesellschaft für die glücklichen Menschen schaffen.
Das heißt, man schon mal gehört hat. Ja, was man natürlich schon mal gehört hat, das Stichwort dabei ist Social Engineering. Und insofern ist auch die Sexualpädagogik der Vielfalt ein Mittel zum Zweck, die Gesellschaft zu verbessern und alle störenden Elemente herauszunehmen. Die störenden Elemente sind dabei Individualität, aber ganz besonders ihre Verbundenheit, ihre Wurzeln in Kultur, Religion und in Familie. Insofern eben ein Anliegen, dass alle staatlichen Systeme, seitdem es staatliche Systeme im modernen Sinn gibt, sprich seit der Französischen Revolution, haben, der Staat soll an die Stelle herkömmlicher Verbindungen gestellt werden. Und dass das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, finde ich hochproblematisch. Das kann nicht funktionieren, denn das läuft im Wesentlichen auf eine Planbewirtschaftung des Geschlechterunterschieds drauf raus. Wer sich gegen diese linke Umerziehung wehrt, hat selbstverständlich mit der Antifa zu rechnen. Widerstand gegen linke Ideologie wird im Bericht der Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit wie folgt beschrieben. Unter der Zwischenüberschrift Homosexuellenfeindlichkeit und Heterosexismus – zivilgesellschaftliche Gegenaktivitäten gegen Demo für alle wird Folgendes dargestellt. Bei derartigen Mobilisierungen handelt es sich um kein Münchner Phänomen. Unter dem Label Demo für alle machte die Initiative Besorgte Eltern bereits gegen den Bildungsplan der Landesregierung in Baden-Württemberg mobil, der sexuelle Orientierung, sexuelle Vielfalt und Gender fächerübergreifend auf den Unterrichtsplan setzt. Bei so viel Wachsamkeit für die linke Agenda kommt es allerdings auch schon mal zu Überwachungspannen. Die Demo für alle hatte für den 26. Juni 2016 in München eine Versammlung angemeldet, um sich die Möglichkeit des Protests gegen bayerische Bildungspläne offen zu halten. Doch schon lange vor dem Termin sagte die Demo für alle gegenüber der Stadt München diesen wieder ab. Von dieser Absage erfuhr die mit der Landeshauptstadt sonst bestens vernetzte Antifa jedoch nichts. Und so versammelten sich die Linken auf dem leeren Wittelsbacher Platz mit Regenbogenfahnen und twitterten über ihren Aufmarsch. Die totalitäre Manier und die Methoden zur Durchsetzung der eigenen radikalen Weltanschauung ist nicht neu. Nicht zuletzt in der DDR wurde auf erschreckend ähnliche Weise vorgegangen. Jena 1982. Auf dem damaligen Platz der Kosmonauten bildet sich ein sogenannter Friedenskreis. Die nicht genehmigte Demonstration, die sich durch Schweigen auszeichnete, hatte vielfältige Reaktionen des Unrechtsstaates zur Folge. In einem Schreiben der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit heißt es unter anderem, um solche Schweigeaktionen zu verhindern, sei künftig folgendermaßen zu verfahren. Als Hauptmethode der Verhinderung derartiger Aktionen ist der Einsatz gesellschaftlicher Kräfte in ihrer Vielfalt anzusehen, die das Bild der Veranstaltung bestimmen und massenwirksam das Terrain, welches von den feindlich negativen Kräften für ihre Aktion auserwählt wurde, beherrschen müssen. Zum Beispiel Einsatz von Kräften der FDJ, GST, Kampfgruppen. Verantwortung dafür tragen die entsprechenden politischen und gesellschaftlichen Organisationen und örtlichen Staatsorgane. Das ist nicht die letzte Ähnlichkeit der Münchner Stadtstasi mit dem Original. Im Jahr 1989 bäumte sich die Stasi noch einmal gegen die eigenen Bürger auf. Um sich erneut durchzusetzen, sollte laut letzten Planungen die Kultur mehr zur Unterstützung des Sozialismus herangezogen werden. Ein Vorgehen, das man ebenfalls in München bestens beherrscht. Mit Dringlichkeitsantrag erreicht Oberbürgermeister Dieter Reiter, dass aus der Stadtkasse ein Konzert mit 150.000 Euro finanziert wird. Dort soll die Willkommenskultur gefeiert und jede Opposition als rechtsextrem dargestellt werden. Auch der BR ist an Bord. Er überträgt das Konzert. Laut bayerischer Gemeindeordnung hätte der Oberbürgermeister jedoch einen solchen Antrag an den Stadtrat wohl kaum stellen und bei der Beratung mitwirken dürfen. Denn schließlich profitiert Reiter selbst von den 150.000 Euro. Der Hobbymusiker steigt selbst auf die Bühne, die er sich von einem allzu willigen Stadtrat hat errichten lassen.
Geschadet hat dem SPD-Politiker die durch Stadtrat und Gebührenzahler finanzierte Werbung wohl kaum, zumindest nicht beim eigenen Klientel. Die CSU um Seppi Schmid herum hat sich angesichts dieser Verhältnisse nicht etwa aufgegeben. Im Gegenteil, die einstmals konservative Partei blüht als Teil des linksradikalen Establishments so richtig auf. Nicht nur, dass Schmid und seine Parteifreunde für die Finanzierung des Café Marats und Buschmüllers AIDA über den Umweg Feuerwerk stimmten. Die CSU verlangt nun selbst den Ausbau des Münchner Spitzelnetzwerkes. In einem Antrag der ehemaligen Partei von Franz Josef Strauß wird ein Mehr an Stellen für die Fachstelle gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit, aber auch weiteres Personal für AIDA verlangt. Allein 4 Stellen sollen schnellstmöglich zur Registrierung vermeintlich rechter Vorfälle geschaffen werden bei einem freien Träger, was erneut auf das ohnehin schon mit 2,7 Millionen Euro finanzierte Feuerwerk und damit am Ende erneut auf Firm bzw. AIDA hinauslaufen dürfte. Die Antifa soll nach dem Willen der CSU ebenfalls gestärkt werden. Eine zusätzliche Stelle ist für AIDA über den üblichen Umweg Firm vorgesehen. Warum das bisherige Personal nicht ausreicht, wird ohne Umschweife dargelegt. Zwar werde bislang, so die CSU, wirklich jede unerwünschte und bei weitem nicht nur vermeintlich oder tatsächlich rechtsradikale Versammlung lückenlos überwacht. Jedoch meint die CSU in ihrem Antrag, in nahezu jedem der Münchner Stadtbezirke entstehen neue Flüchtlingsunterkünfte. Jede neue Unterkunft wiederum erzeugt bei einigen Teilen der Bevölkerung viele Fragen und teilweise auch Skepsis. Hier beginnt die Arbeit der Beauftragten gegen Rechtsextremismus. Diese Arbeit benötigt aber dringend Unterstützung von hauptamtlichen Kräften, die zum Beispiel bei der Vernetzung, bei Ortsterminen, Informationsveranstaltungen und bei der Logistik helfen könnten. Die CSU hat augenscheinlich Erfolg mit ihrem Antrag auf Stadtteilebene. Ende Juni 2016 legt die Große Koalition aus SPD und CSU nach und verlangt gar 1,5 Mitarbeiter zur Stärkung der Meinungsbehörde im Rathaus. Mit dem Einstiegsgehalt eines Juristen mit der Befähigung zum Richteramt entlohnt, wird sich derjenige ebenfalls um die Bespitzelung der Münchner Bürger kümmern. Das Netzwerk der Stadt erhält seitens der CSU aber auch von anderer Stelle Hilfe, namentlich durch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. So hatte der CSU-Politiker bzw. das ihm unterstellte Landesamt für Verfassungsschutz bis zum Jahr 2012 AIDA beobachtet. Innenministerium und AIDA stritten sich vor Gericht wegen der Einordnung als linksextremistisch. Noch vor einem endgültigen Urteil einigte sich Herrmann jedoch mit AIDA außergerichtlich. Der Antifa-Verein wurde aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen. Bayerns Innenminister freute sich über diesen Vergleich, der darauf basierte, dass sich AIDA künftig von Linksextremisten fernhalte. Herrmann erklärte dazu im Oktober 2012, ich begrüße diesen Vergleich. Nun muss AIDA beweisen, dass es seinen satzungsmäßigen Auftrag, politische Bildung gegen Rechtsextremismus zu fördern, ernst nimmt und diese Aufgabe in klarer Abgrenzung von Linksextremisten wahrnehmen will. Gut 2 Wochen vor der Streichung AIDAs aus dem Verfassungsschutzbericht. Der von Herrmann nicht mehr als linksextremistisch betrachtete Betzler tritt bei einem Protest gegen Deutschland am Tag der deutschen Einheit in Aktion. Er und seine Mitstreiter interessieren sich nicht für die Demonstration Linksextremer. Sie widmen sich jenen, die kritisch über die Versammlung berichten wollen. Ein durchaus typisches Verhalten der Antifa. Dabei baute sich Betzler auch vor diesem Plakat auf, um diejenigen zu fotografieren, die sich für die Bejahung des Volksverrates und die linke Liebe zum Volkstod interessierten. Wer meint, am Tag der deutschen Einheit feiern zu wollen, für den hat die Antifa eine klare Botschaft. Ihr beschissenes Deutschland feiern zu wollen, dann sagen wir Ihnen ein großes Fuck you! Aber nicht nur Betzlers Freunde sind Fans des Volkstodes. Meine Damen und Herren, ich rufe Sie auf, an der Demonstration Schöner Leben ohne Nazis, Vielfalt ist unsere Zukunft, am 6. Juni in Neuruppin um 10 Uhr teilzunehmen. Wir müssen uns gegen die Nazis stellen. Schon aufgrund unserer Geschichte zwischen 1933 und 1945 sind wir verpflichtet, Flüchtlinge anständig zu behandeln. Dann gibt es ja noch was. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Die Grünen freuen sich derweil auf den ersten Zwischenschritt.
die Deutschen zur Minderheit im eigenen Land zu machen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft wird sich ändern. Unsere Stadt wird sich radikal verändern. Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. Ich sage Ihnen noch ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts, das ist gut so. Der staatliche Auslandssender Deutsche Welle greift in der Folge Verbalattacken gegen die Abgeordnete von Berg auf. In ihrem Beitrag zeigen die linken GEZ-Nutznießer zwar Ausschnitte der Rede. Doch der Teil, der den Deutschen vorhersagt, sie würden bald zur Minderheit, wird unterschlagen. Die öffentlich-rechtlichen Journalisten gehen noch weiter. Sie unterstellen nun der AfD eine Lüge. Die Hamburger AfD postet Ende November das Video auf ihrer Facebook-Seite und unterstellt, es sei das politische Ziel der Grünen, dass es keine deutsche Bevölkerungsmehrheit mehr geben solle. Doch zurück zum städtisch finanzierten Antifa-Verein in München. Eine klare Abgrenzung AIDAs von Linksextremisten, wie von Hermann gefordert, findet auch nach der Streichung aus dem Verfassungsschutzbericht nicht statt. Im Gegenteil, schon wenige Monate nach der Vereinbarung trat AIDA zusammen mit der unter Beobachtung stehenden und im Café Marat agierenden Antifa-NT in Wien auf. Ziel: Gewaltbereite Autonome in Wien sollten zur Teilnahme an einer Demonstration in Deutschland mobilisiert werden. Wiederum einige Monate später, genauer im September 2013. Erneut wird ein Auftritt AIDAs, genauer Betzlers, bei Linksextremisten angekündigt. In einem sogenannten Antifa-Camp soll Betzler einen Vortrag halten. Auch hier laut Ankündigung, wieder anwesend, Antifa-NT. Auch die Rote Hilfe tritt auf. Hermanns Beamte halten zu diesem Antifa-Jugendcamp im Verfassungsschutzbericht für 2013 fest, neben autonomen Gruppierungen wie Antifa-NT war die VVN-BDA einer der Organisatoren eines sogenannten Antifa-Jugendcamps, das im September in der Nähe von Landshut stattfand. Auf dem Programm des Jugendcamps standen neben der Vermittlung marxistischer Theorien auch Rechtshilfeberatung durch die Rote Hilfe und Blockadetraining. Zur Roten Hilfe führt Hermanns Verfassungsschutzbericht aus: Der Arbeitsschwerpunkt der Roten Hilfe ist die finanzielle und politische Unterstützung von linksextremistischen Straf- und Gewalttätern, mit deren ideologischer Zielsetzung sie sich identifiziert. Zu den von der Roten Hilfe unterstützten Terroristen gehörten auch Mitglieder der RAF. Sieht für Hermann so die klare Abgrenzung von verfassungsfeindlichen Linksextremisten aus, die er selbst von AIDA einforderte? Augenscheinlich. Denn trotz der vielen auf der Hand liegenden Verbindungen ins linksextremistische Lager und Kooperationen bleibt AIDA von einer Beobachtung verschont. Bereits 2013 hatte uns das Innenministerium mitgeteilt, das Staatsministerium des Inneren verzichtet auf die Nennung von AIDA im Verfassungsschutzbericht, solange AIDA keine neuen Anhaltspunkte für linksextremistische Bestrebungen liefert. Insoweit verweisen wir auf unsere Pressemitteilung vom 19. Oktober 2012. Mehr an extremistischen Anhaltspunkten kann AIDA jedoch letztlich kaum offenbaren. Doch die Linksextremisten im städtischen Auftrag legten inzwischen sogar weiter nach. Schon im Sommer 2014 ist Betzler alias Andreas laut Ankündigung wieder im Café Marat und hält vor der Antifa-NT einen Vortrag über einen politischen Konkurrenten der CSU. Die damals erst wenige Monate alte AfD wird dabei als rassistisch gebrandmarkt. Hermann dürfte angesichts seines willkürlichen Vorgehens seinem Berliner Koalitionspartner SPD von Herzen zustimmen. Deren stellvertretender Vorsitzender Ralf Stegner stellte fest: Es entscheidet die Politik, wen der Verfassungsschutz beobachtet. Auf diese Weise vernichtet die Politik die letzte Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes, um sich zugleich eines weiteren Instruments zur Erhaltung der eigenen Macht zu bedienen: die Stadtstasi.
Seine ganz eigenen Erfahrungen mit dieser machte Patrick Samborski. Meine erste Erfahrung mit AIDA und vor allem den ganzen linksextremen Netzwerk in München war einfach, es gab eine Unterschriftenaktion in der Innenstadt gegen das Islamzentrum. Da denke ich mir, okay, unterstütze ich, weil ich habe solche Ansichten. Ich unterstütze das, was da gesagt wird, was da geschrieben ist. Ich habe einfach unterschrieben und dann kam auf einmal ein Gewitter von Kameras. Da wurden Fotos gemacht von den ganzen Menschen, die die Unterschriftenaktion unterstützt haben. Aber nicht nur Samborski wurde vielfach fotografiert. Dies sind Bilder, wie sie bei diesem Bürgerbegehren entstanden. Eingekesselt in eine Antifa-Horde müssen die Unterstützer einen Spießrutenlauf hinter sich bringen. Den Demonstranten gegen die städtische Unterstützung für ein Islamzentrum eines fragwürdigen Imams wurden später erstaunliche Auflagen gemacht. Durch die Stadt München als Versammlungsbehörde wurde es ihnen verboten, von der Antifa Fotografien zu fertigen. Zugleich entsandte die Stadt München aber weiterhin ihre Antifa, damit diese ihrerseits Bilder von Unterstützern fertigen konnte. Nach Beobachtung Samborskis fanden sich Mitglieder aller linken Parteien zum Fotografieren ihrer Feindbilder ein. Also es waren mindestens zwei mit Spiegelreflex, aber wie viele es dann noch mit Handys waren, das waren unzählige. Da waren ja auch Mitglieder von, also ich kenne die Mitglieder von den Piraten, da waren Piratenparteimitglieder, da waren von der Linken, von den Grünen, da war alles dabei. Weil Samborski aber auch Mitglied der Partei der Vernunft war, hatte er später erneut Begegnungen mit der Münchner Antifa. Bei einer Parteiveranstaltung kamen die Linksextremen auch, und haben einfach die Veranstaltung gefilmt, obwohl wir an sich nichts mit Neonazis zu tun haben. Ab da ist Folgendes passiert, die wussten plötzlich unsere Namen. Die haben auch immer nach den Namen gefragt, wo ist der und der, wo ist der und der, was macht der jetzt? Zweck der Übung war nach Ansicht Samborskis die Einschüchterung, die in ihrer Form stark an die Mafia erinnert. Wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du machst. Und da gab es auch verschiedene Anspielungen auf, hey, wir wissen, wo du arbeitest, wir wissen, was du machst, du hast doch sicher auch ein soziales Leben. Die gehören zusammen, die kannten sich untereinander, die kennen sich alle, die sind auch untereinander vernetzt. Eine weitere Erfahrung Samborskis mit dem Netzwerk aus Politik und Antifa, man kann sich so gut wie nirgends mehr frei bewegen. Ich werde öfters angesprochen. Das ist, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, kommt eine Gruppe vorbei und sagt, Servus Patrick. Denkt man sich erst, okay, vielleicht ein Bekannter. Da dreht man sich um, aber da sieht man genau die Gesichter, die immer auf den Demonstrationen, die Gegendemonstranten sind, die Fotos von mir schießen und die Fotos offenbar auch untereinander tauschen. Aber noch unheimlicher ist für Samborski auch, von ihm völlig Unbekannten angesprochen zu werden. Ich werde sehr oft von Menschen angesprochen, die ich nie gesehen habe, von denen ich gar keinen Schimmer habe. Ich habe die nie gesehen, ich weiß nicht, wer das sind, welche Menschen das sind, aber die kennen meinen Namen, die wissen, was ich mache, die wissen, wie ich aussehe. Was aber, wenn man vom Münchner Netzwerk Auskunft über seine dort gesammelten Daten erhalten möchte? Ich habe mal beim Feuerwerk angefragt, weil da die AIDA ihren Sitz hat, nach einer Datenschutzabfrage, weil mir aufgefallen ist, dass sie Daten von mir haben. Ich habe durch eine Freundin noch versucht rauszubekommen, welche Daten sie von mir haben. Also hat sie einfach mal auf blöd gefragt, Patrick Samborski hat mich in der Stadt angesprochen wegen einem politischen Thema auf der Demonstration. Und da haben sie einfach geantwortet, ja, Patrick Samborski gehört dem verschwörungstheoretischen und rechtsoffenen Hintergrund an, also einer radikal-liberalen Partei. Und da wurde mir klar, die haben noch mehr Daten von mir. Und da habe ich beim Feuerwerk nachgefragt, weil das darf ich ja, das sind ja meine Daten, welche Daten von mir gespeichert sind. Natürlich wurde jede E-Mail ignoriert, beziehungsweise das habe ich erst im Nachhinein rausgefunden, dass sie ignoriert wurde, weil zuerst wurde ja drauf gemacht, ja, wir wissen nichts, gar nichts, also keine Antwort, gar nichts. Die Mitarbeiterin des Feuerwerks sagt, es ist nie was angekommen. Es ist keine Anfrage angekommen, dass der Geschäftsführer von nichts weiß, weil ich habe immer die Anfragen an den Geschäftsführer vom Feuerwerk geschickt. Doch diese Behauptung stellt sich als unrichtig heraus. Dies erfährt Samborski über Umwege. Als er als Unternehmer eine Party im Feuerwerk veranstalten möchte, wird zunächst sein politischer Hintergrund überprüft. Wir hatten da einmal eine Veranstaltung, die wir im Feuerwerk geplant haben, mit einem anderen Unternehmen. Und da kam auf einmal, nachdem alles untereinander geregelt war, Termine, alles, wir haben Kosten vorgeschossen, kam da auf einmal eine Information vom Feuerwerk, die meinten, ja, wir arbeiten aber mit diesem Unternehmen nicht zusammen, weil der
Geschäftsführer ist Patrick Samborski, ein rechtsoffener Populist und Verschwörungstheoretiker. Und mein Partner, mit dem ich das mache, der ist genau das Gleiche. Die E-Mail, in der das Feuerwerk bzw. AIDA die Daten Samborskis, wohlgemerkt nicht ihm, sondern Dritten gegenüber offenlegt, liegt dem Kopp-Verlag vor. Darin teilt das Feuerwerk in Bezug auf Samborski mit, er hetzt gegen Antifas. Dazu genügte, Fotos von den linken Protesten gegen den G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen zu veröffentlichen. Höchst interessant, aus welchen Gründen Samborski noch ins Fadenkreuz des städtischen Netzwerks rückte. Patrick Samborski hat letzten Freitag eine Demonstration gegen die SDAJ angemeldet. Die marxistisch-leninistische SDAJ ist die sozialistische deutsche Arbeiterjugend, die durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Gegen so eine Gruppe zu protestieren, ist in den Augen des größten offiziellen Trägers der Jugendarbeit der Stadt München offenbar zumindest fragwürdig, wenn nicht sogar ein Nachweis des Rechtsextremismus. Das gilt offensichtlich auch dann, wenn Samborski gegen die Einladung der SDAJ an einen kubanischen Politiker demonstriert. Also zuerst haben wir einfach nur eine Demonstration gegen das Eine Welthaus gemacht, gegen die Finanzierung von der Stadt München, gegen das Eine Welthaus, dass wir dagegen sind, weil drin findet eine Lesung von Karl Marx statt, Lenin-Schulungen finden drin statt. Und da haben wir einfach beschlossen, eine Demonstration dagegen zu machen. Begonnen hat das mit einer Demonstration gegen das Eine Welthaus. Das Eine Welthaus ist Eigentum der Stadt München. Nachdem es für Millionen D-Mark renoviert worden war, wurde es der linken Szene Münchens zum Gebrauch überlassen. Tatsächlich finden nicht nur marxistisch-leninistische Schulungen statt. Man begeht auch den Todestag des Massenmörders und Schreibtischtäters Lenin. Ein Protest gegen die städtische Finanzierung des extremistischen Eine-Welthauses sollte eigentlich legitim sein. Zumal die nächste Tranche von über 1,5 Millionen Euro durch den Stadtrat und CSU-Bürgermeister Schmid mittlerweile beschlossen wurde. Da sollten Fragen nach der Sinnhaftigkeit einer städtischen Finanzierung von Lenin-Schulungen zulässig sein. Immerhin war Wladimir Iljitsch Uljanow, Kampfname Lenin, nicht nur für die Unterdrückung von Millionen, sondern auch für zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Wie etwa dem Genozid an den Kosaken um 1920 herum. Die Männer wurden erschossen, Frauen, Kinder und Alte deportiert, die Dörfer dem Erdboden gleichgemacht oder neuen nicht-kosakischen Bewohnern übergeben. Lenin verglich die Kosaken mit den Bewohnern der Vendée während der Französischen Revolution und wollte ihnen die Behandlung zukommen lassen, die Gracchus Babeuf, der Erfinder des modernen Kommunismus, 1795 als Populicide bezeichnet hatte. Warum wagen aber so wenige, gegen die Förderung von Extremisten zu protestieren? Samborski hat dazu seine Beobachtungen gemacht. Das war ja die erste. Da haben wir gesehen, dass wir starken Gegenwind bekommen haben, weil wir waren zu zweit bei dieser Demonstration und da hatten wir 100 Gegendemonstranten. Ja, man sieht es eindeutig, also auf der Straße, wenn wir eine Demonstration machen, sehen wir, dass Leute uns unterstützen. Wir bekommen auch Beifall von Passanten, aber sie werden sich niemals zu uns stellen, weil die Gegenseite sehr aggressiv ist, wirklich letztens sogar auch körperliche Gewalt angewendet hat, einfach nur um zu zeigen, hey, wir sind hier, unsere Meinung ist die richtige und ihr seid Nazis. Dann wagte Samborski, was ihm das städtische Netzwerk besonders übel nimmt, auf die kritiklose Bewunderung eines kommunistischen Regimes aufmerksam zu machen. Und das durch öffentlichen Protest. Vor dem Gewerkschaftshaus eine Demonstration gegen die SDAJ, weil sie da die Revolution in Kuba gefeiert haben. Doch damit nicht genug. Samborski will noch mehr von Feuerwerk bzw. Firm bzw. AIDA, was dort auf komplettes Unverständnis stößt. Samborski kümmere sich nicht hinreichend um die politische Einstellung von Personen, mit denen er zu tun habe. Anstatt sich diesem Thema zu widmen, würde Samborski einem ungeheuerlichen Ansinnen nachgehen. Lieber schreibt er unseren Chef an und fordert die Herausgabe aller Daten, die AIDA e.V. und Firm über ihn gesammelt haben. Samborski hat nie erfahren, welche Daten die Stadt München über ihn zusammentragen lässt und bereits vorliegen hat. Gern hätten wir mit dem Chef des Feuerwerks über all dies und die Daten, die man Stasi-artig speichert, gesprochen. Doch ein Interview wurde uns verweigert. Samborski hat indes aufgegeben.
An sich bin ich aus der Politik so gesehen ausgestiegen, also vor allem auch wegen solchen Geschichten. Ich bin der Meinung, man darf einfach nicht mehr seine Meinung in München sagen, weil man hier von solchen Personen einfach so dermaßen unterdrückt wird, dass man Angst um sein eigenes Geschäft, um sein eigenes Leben, also teilweise auch um das eigene Leben haben muss, sodass man sich eine politische Aktivität außerhalb des linken Spektrums gar nicht hier richtig erlauben kann. Doch trotz seines Rückzuges aus der Politik will er, dass die Öffentlichkeit über die Stadtstasi informiert wird, die sich inzwischen vom Norden bis zum Süden dieser Republik etabliert hat. Ich bin für die freie Meinungsäußerung und jeder soll sagen, was er will. Und wenn sowas nicht geht, aufgrund vom Druck von einer bestimmten Gruppe, finde ich, dass das eigentlich die Bevölkerung erfahren muss. Weil heutzutage ist es in Deutschland so, dass die Linken eher als die Guten angesehen werden, was sie aber in dem Fall nicht sind, weil sie unterdrücken die Meinung anderer Menschen. Doch diese Unterdrückung anderer ist genau der Sinn und Zweck des Münchner Netzwerkes. Diese ist auch kein Wildwuchs oder unzureichender Wachsamkeit eigentlich demokratischer Politiker geschuldet. Im Gegenteil. Lassen Sie mich versichern, Antifaschismus, meine Damen und Herren, bleibt auch in München in Zukunft Chefsache.